Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt mal wieder eine schöne runde Story mit Arthur. Ich zeige euch, wo wir sind. Und dann werden wir der alten Dame mal einen Besuch abstatten. Was haben wir hier? Der ist gesattelt. Okay. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir hier noch alle Hühnchen, Hähnchen, ob wir die nicht schon kennen. Da hören wir es auch schon husten. Die Dame ist entweder schwer erkältet oder konsumiert, wer weiß was. Ja, dann treten wir mal ein. About damn time. They said you'd be through 2 days ago. Sorry, what are you talking about? Just leave what you got in the cellar and be on your way. My guts give me hell, and I ain't in a sociable mood. I ain't sure what you want from me, lady. Are you dead in the head, boy? Put the loot down in the cellar with the rest of it. Is that clear enough for you, you dumb yak? Wollen wir die jetzt nochmal grüßen? Which one are you again? Walker? Wheeler? I don't know. All you boys look the same these days. Können wir nicht. Back there. No meddling. Wir werden sie versuchen, hier zu fesseln. There we go. Und ich sage euch auch warum. Oh. So. Erstmal ziehen wir sie ab. This is very kind of you. Dann werden wir uns hier mal schön bedienen. Ihre Jungs? Oh. Ja, die sehen aber verschlagen aus, oder? Naja. Ist da nicht noch mehr, was wir hier mitnehmen können? Oh, machen wir erstmal die Schublade hier auf. Und wir sollten ja noch in den Keller gehen, hat sie gesagt, ne? Machen wir auch. Oh, ich kann kein Waffenöl mehr nehmen. Ja, dann. Machen wir erstmal eine Knarre sauber, oder? Macht euch keine Sorgen. Wir lassen die Dame natürlich leben. Wer kann der Barbaren hier? Sonst noch irgendwas? Nö. Dann gehen wir mal in den Keller. Und da haben wir einen Waffenkoffer. Und schon hat man eine halbautomatische Flinte. Der Zustand ist natürlich nicht so pralle. Macht nix. Wienern wir. Und wenn wir mal wieder beim Büchsenmacher sind, dann lassen wir die auch mal noch richtig pimpen hier, oder? So. Sonst noch irgendwas? Nö. Also, neue Knarre. Hier werden wir uns natürlich auch noch bedienen. Und uns dann vom Acker machen. Ein bisschen drehen, da können wir nichts mehr von mitnehmen. Bevor ihre Jungs auftauchen. Oh, schwarzgebrannten können wir. Ja, dann gönnen wir uns mal einen, oder?
Ja, dann. Kann ich noch was sagen? Hier steht entschärfen, verärgern. Können wir aber leider nicht drücken. Ja, dann. Machen wir uns vom Acker. So, da ist die neue Knarre. Dann haben wir ja heute schon mal ein bisschen was geschafft. Und dann gehen wir hier noch ein bisschen auf die Jagd. Gucken wir mal eben. Irgendwas sollten wir doch heute noch erledigen, oder? Oh, das müssen wir machen. Der Stadtbewohner überfallen. Glücksspieler, ja, das ist ja schwierig. Ein Kraut, was wir noch nicht kennen. Ja, dann. Schauen wir uns doch hier mal um. Flüchtet hier. Hasen. Ein bisschen wenig wild heute, ne? Oh! Wo ist er? Ich kann ihn hören. Aber nicht sehen. Dann nehmen wir den Pelzer erstmal mit hier. 3 Sterne können wir bestimmt beim Trapper abgeben. Wir müssen noch so viel jagen. Ja, ich würde es gerne hier verstauen. Auch 3 Sterne. So, jetzt muss ich mich hier mal im Grob orientieren. Ich glaube, hier irgendwo ist doch diese Höhle, oder? Und ich meine, davor wächst irgendein seltenes Pflänzchen. So, komm ran hier. Aber manchmal haben die Pferde ja auch nicht so Bock, ne? Da ist die Höhle. Da ist ein seltenes Pflänzchen. Das zeige ich euch gleich genau, aber vorher muss man hier reingucken. Denn da wohnt... Da seht ihr es. Ne, kenne ich schon, die Orchidee. Mist. Ich hatte gehofft, ich kenne die nicht. War ich hier schon? Nö. Also hier will er auch nicht schneller gehen. Oh, da haben wir wieder einen Saurierknochen. Holz aber raus hier. Und dann würde ich sagen, nein, ich würde nicht nur, ich sage es auch. Machen wir uns hier auf dem Weg. Da oben haben wir doch schon, oder? Ja, ja, die Dame haben wir schon, den Kollegen haben wir auch schon. Die Höhle haben wir nur noch nicht betreten. Dann machen wir uns hier hin. Auf dem Weg zum Trapper. Yeah.
Oh, hier wächst auch noch irgendwas. Violette Schneeglöckchen, hier komm. Wir sammeln alles ein. Wer weiß, wann wir es gebrauchen können, oder? Da haben wir noch ein Ginseng oder so. Ne, Igelkraftwurz. Können wir essen. Ach, siehe da, der fehlte noch. Ja, haben wir das ja auch erledigt. So, Gesundheitsstufe 8, 15 Dollar. Und was müssen wir jetzt machen? Stelle 5 Spezial-Wundertonika her und benutze sie. Aha. Was haben wir da? Oh, das ist die Watson's Cabin. Denke ich. So, so, oder? Nee. Was anderes? Ist das wieder ein Lager? Ja klar. Ja, da können wir doch die Flinte gleich mal ausprobieren, hier, oder? Ja dann, bedienen wir uns mal. Ganz wichtig ist hier in der Story, ja, wenn man hier abnippelt, ist alles weg, was auf dem Pferd war. So, das Hütchen habe ich auch im Pferd. Ja, da hat sich doch die neue halbautomatische Flinte schon bezahlt gemacht, oder? So, wo ist das Hütchen? Da ist es. Haben wieder was platt geritten. Ja, rupfen wir auf jeden Fall. Wieder was zu trinken dabei genommen. Falls die Frage aufkommt, ja, es ist antialkoholisch. Was heißt anti, ne? Ist halt ohne. Nicht gegen. Also auch wenn man jetzt hier groß in Emissionen nicht weitermacht. Hier gibt es so viel, also wirklich zu finden, erstmal zu entdecken, zu sammeln, beim Trapper herstellen zu lassen. Kann ich das hier alles gar nicht mehr mitnehmen? Hab ich schon die Taschen voll? Also ich kann hier wirklich stundenlang, ich könnte hier stundenlang durch die Gegend reiten und einfach nur die Landschaft entdecken, jagen gehen. Mir schicke Klamotten beim Trapper anfertigen lassen. Was wir unbedingt brauchen. Also wirklich unbedingt. Was haben wir da? Er ist nur 2 Sterne. Ich wollte gerade sagen, aber der kann 3 Sterne werden. Weil wir so ein merkwürdiges Amulett haben hier. Und deswegen versuchen wir es jetzt auch. Nur hier in der Story ist es ja so, hier dauert auch das Häuten etwas länger. Und das ist so, hier kann man so ein Stündchen mal eben spielen. Sammeln, jagen, Feuer machen. Schlafen müsste ja, glaube ich, auch mal irgendwann wieder. So, also wollen wir mal gucken, wird's perfekt. Nein. Wir nehmen es trotzdem erstmal mit.
Yep. Da haben wir den nächsten Kandidaten. Und da werden wir jetzt auf Nummer sicher gehen. Denn so bleibt er perfekt. Clever ist es, sich aufzuschreiben, was man im Lager und was man beim Trapper braucht. Ich habe es mal wieder nicht gemacht. Ja. Aber was soll's? Wir spielen das Spiel ja, um zu spielen. Und nicht, um schnell durchzuhaben, oder? Ja, dann. Tauschen wir es aus. Auf zum Trapper. Und ganz wichtig ist, wir sollen... Was haben wir denn? Verbesserte Pfeile. Haben wir nur 3 Stück? Da müssen wir unbedingt welche machen. Denn wir sollen ja... Puma jagen. Ich brauche Puma-Fell. Und wir sollen die ja, wenn dann, sowieso mit dem Bogen jagen. Da wäre vergiftet cleverer. Aber haben wir ja nicht. Was wir nicht haben, das haben wir nicht. So, jetzt gucken wir nochmal eben in die Herausforderung. 5 Spezial-Wundertoniker hergestellt. Wir können ja mal eben checken. Du kannst kein Lager aufstarren, während du... Was? Dich in einem Versteck befindest? Tue ich doch gar nicht. Ich würde aber gern Lager aufschlagen, um mal eben ein paar Pfeile herzustellen. Und das mit dem Wundertoniker zu checken. Apropos checken. Ah, 17 Minuten, alles easy. So, Gegenstände herstellen. Ja, könnten wir auch mal machen, ne? Wollen wir auch mal was essen hier. Sonst der Kollege nicht vom Fleisch fällt. So, ich musste mal kurz was trinken hier. Also wir könnten, wie wir sehen, jede Menge brutzeln. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Spezialwundertonikum. Boah, 6 Johannisbeeren, 6-mal Schafgarbe, 6-mal Klettenwurzel. Das ist ja irre. Machen wir uns direkt rein. Und nochmal. So. Da geht nichts. Haben wir nicht irgendwo hier Pfeile, Gift, Feuer? Verbessert, da ist es. Da machen wir erstmal ein paar von. Verbesserte Wurfmesser können wir auch noch mal. Ja, dann. Ansatz hochexplosiv, was ich alle kann. Feuerpfeile. Ah, Schwungfedern. Ja, gut. Also ihr seht, hier lohnt Jagen, Sammeln und Craften. Okay, Girl. Yep. So, dann erstmal hier verbessert und eine schnelle Durchschlagskraft.
kräftige Knarre hier. Gucken. Kriege ich von dem auch diese Schwungfedern? Feder, nee. Oh, Wildschwein, perfekt. Brauchen wir, glaube ich, auch noch, ne? Wir brauchen so vieles noch. Oh, der Waschbär ist also hinüber. Aber der geht nochmal. Ja, wir lassen hier nichts liegen. So, Pfeil und Bogen raus. Können wir schon mal nichts mehr von sammeln. Aber die Pilze. Bei dem Wetter der Puma auftaucht, ich denke nicht. Dann verschnacken wir jetzt erstmal ein bisschen was beim Trapper. So, Waffe vielleicht wegschicken. Ne, sag mal, wieso kann ich den nicht? Ja, hier, so. Jetzt wird's was. Verkaufen. Right, let's see. Pumafell, auf gar keinen Fall. So, Wolfsfell kann er haben. Perfekt, kann er auch noch haben. Appetit auf jeden Fall. Coyote schlecht. Bär perfekt. Und Hirsch perfekt. Das behalten wir mal. Was haben wir sonst noch anzubieten? Eine Wachtel geben wir ihm mal. Oh ne, das perfekt behalten wir. Ja, eins kann er haben. Rehe kann er auch haben. Können wir eh nur 10 von mitnehmen. Sag mal hier, Wachtel. Na komm. Nehmen wir auch mit ins Lager. Kann er auch haben. Kann er auch haben. Kann er sowieso haben.
Raubtierköder benutze ich quasi nie. Na, Geruchstinktur kann man mal behalten. Utanfeder geben wir ihm auch mal. Zwei. Eichhörnchen. Rabenfeder. Yep. Auch mal haben. Und wie gesagt, das werden wir behalten. Dann schauen wir noch mal, was können wir überhaupt kaufen. Quality hide makes the hardiest clothes around. Don't doubt it. Bärenjäger. Und jetzt müsste man sich's aufschreiben, ne? Bisonfell, Bullenhaut und Wildschweinfell. Nur mal so zur Übersicht. Was gibt's hier? Jetzt noch Biber, perfekt. Das haben wir ja schon. Dann hier noch Fuchs. Eines Legendären, ne? Und hier Fell legendärer Hirschbock und Fell eines legendären Fuchses. Baumfänger. Da haben wir noch gar nichts. Fell eines legendären Bibers. Oh Mann. Wie viele Jahre brauchen wir da? Legendärer Puma. Das Berghütchen könnten wir kaufen. Da ist es. Fell eines legendären Kojoten. Und zweimal Adlerfeder. Todesrolle. Haut eines legendären Alligators. Ja, das wird nichts, ne? Hirscher. Fell eines legendären Widders. Und dann jede Menge andere Fälle. Ja. Die Handschuhe könnten wir ihm schon gönnen. Ne? Fell eines legendären Wapitis. Dann brauche ich hier noch Ziegenfell. Schafwolle. Also, ihr seht, unendliche Möglichkeiten. Und hier, Stinktierhütchen. Oh, Hirschfell perfekt und Rabenfedern. 10 Stück. Also es ist irre. Man kann hier wirklich alles abgeben. Bison, Wanderdrossel. Findet man so schon nie. Jede Menge Zeug. So, verstärkte Ausrüstung, Reitkunst. Da können wir noch nichts machen. Scharfschütze können wir noch nichts machen. Waffenexperte können wir auch noch nichts machen. Bandit, fehlt uns ja noch die Herausforderung. Glücksspieler, selber Fall. Meisterjäger haben wir schon. Ein paar Sachen. Aber bei Kräuterkenner, da müsste doch gleich was gehen. Entdecker. Ja, komm. Nehmen wir auch mal. Gönnen wir die Kohle. Kräuterkenner können wir auch mal zuschlagen. Was? Kräuterkenner Waffen? Okay, der Gürtel nur. Ja, komm. Überlebenskünstler. Geht noch nichts. So, Kompendium wieder aktualisiert. Mal eben das Pferdchen füttern hier. Ein Versuch noch, hier einen Puma zu finden. Und wenn nicht, schlagen wir ein Lager auf. Machen wir Schluss für heute. Ich wüsste auch nicht, wo ich sonst noch Puma finden kann. Hört sich eher nach einem Schwarzbären an. Ja, ist auch einer. Das gibt's doch nicht. Auch das Tierfett. Und das Großwildfleisch. Ja, wie immer, das dauert in der Story. Aber wir haben ja Zeit.
Auch wenn schlecht ist, nehmen wir es mit. Und schlagen jetzt erstmal ein Lager auf. Und dann machen wir Schluss für heute. Ja, das war eine weitere Folge der Story. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.